Kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist? Garoschem, Baroschem, in de Galoschen. Wir machen jetzt einen Rabenmund platt. Hoffentlich. Dankeschön, bitte. Wir schon wiedersehen. Wir werden mal sehen, was dieser große Hauren. Ja? Ich hab dir was gesagt, Mädchen. Du solltest dich verpieseln. Wo ist jetzt Honk? Honk ist auch nicht da, wo er hin soll. Was ist hier los? Warum macht niemand, was ich will? So, also, Honk, dann, weißt du, wenn der Herr dahin will unbedingt, dann mach du dich doch auf den Gegenweg. Hui, weg, 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 weg. Er hat's auf Honk abgesehen, der Vogel. So, ja, Honk, du könntest mal, wenn du... Alter, warum will der unbedingt Honk haben? Ist der verliebt oder was? So, gut. Ei? Unsere Feiris kann mal... damit hier ein bisschen Ablenkung ist, das machen. Danach kann sie gerne mal dem Herrn Rabenmund die Fresse piercen. Was würde ich gut finden. Weiche! Das macht endlich, was ich will, Kollegen. Warum will der unbedingt Honk jagen? Hilfreiche Tatze. So, Honk. Honk, 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 Honk. Honk, du könntest... wenn ich das richtig sehe, mit deinen Daos, das geht natürlich nur wieder, wenn ich einmal loslasse. Halt, Moment, deine Daos, bevor du das machst, ne? Mach den. Machst du wohl, Alter, ich hab dir einen Befehl gegeben, los. Auf dich selbst, er kann nicht. Warum? Kann er sich selbst nicht heilen? Okay. Dann muss er so feiern. Oh, Alter, was geht da gerade ab? Was geht da gerade ab? Ja, Honk, könntest du dann vielleicht stattdessen den Vorgrim heilen? Ja. Das scheint er zu. Warum macht er das? Weg damit. So. Ach so. Ja, ist schon am Start alles. Wie sieht die an? Ich bin ein bisschen momentan. Ja. Ne? Ja, sieht gar nicht gut aus. So, er hat nur einen kleinen Kratzer. Ich bin begeistert, okay. Und Honk natürlich, lässt sich Zeit. Ja, als wäre alle Was? Zeit der Welt vorhanden, klaro. Bei Angriff schwarz! So, Feiris, ich würde es feiern, wenn du zusätzlich jetzt hier noch den machen könntest. Und dann kannst du weiter... Ach nee, ach... Weißt du, ich bin blöd. Ich glaube, Brandpfeile funktionieren bei dem Kerl gar nicht. Ich sehe die ganze Zeit, der brennt gar nicht. Aber ich glaube, Gift funktioniert. Achtung! Weiche! Vorgrim hat schon drei. Aber... geht es? Vorgrim hat schon drei Wunden. Vorgrim wird krepieren, wenn es so weitergeht. Das hatte ich letztes Mal nicht. Fulminictus! Ja. Oh, guck mal. Er hat Gift. Geilo. Aber Vorgrim hält sich tapfer. Ah. So. Wie lange sind wir dabei? 4 Minuten. Alter, und kein Stück geschissen gekriegt. Das wird. Das wird wieder schmerzhaft Angriff. Für mich anzusehen sein. Renn. Angriff. Sohn. Tierisch großer. So. Attacke! Das kann man gar nicht oft genug sagen. Honk, du solltest eigentlich den Vorgrim heilen, ne? Ja. Hör mal.
wollte er eigentlich? Honk, ach, dafür muss er dahin. Scheiße! Ja. Hoffentlich kriegt er dabei nicht vollständig auf die Fresse. Oh, ist das bald mal... Was? Für den Kaiser! Nervig, ne? Aber wir kriegen den Vogel dann doch irgendwie platt. Ja. Ich finde es eigentlich schade, dass man die Herren nicht so auf Autopilot schalten kann. Weißt du, dass sie die ganze Zeit Wuchtschläge machen? Ja. Aber Fyrus. Ja. Fyrus. Sie kann nicht, weil sie keine Zauber, keine Astralenergie hat. Wie viele Magietränke hast du denn noch? Ich will sie nicht verballern, das ist klar, aber wenn es denn nötig ist, denn ich sehe hier ein kleines Problem. Honk kriegt das einfach nicht auf die Reihe, den Vorgrim zu heilen. Und was? Ich denke, Fyrus könnte vielleicht mit einem Balsam Salabunde zumindest irgendwas bei ihm machen. Das hat nämlich schon mal funktioniert. Ach nee, nicht dahin! Vögelchen! Alter. Todessehnsucht, ne? Hm? Ich will doch nur, dass der Vorgrim wieder geheilt wird. Kann der Vorgrim nicht geheilt werden, während er angreift oder was? Das wäre ja ganz neu. Ja. Fyrus, machst du auch nochmal? Alle stehen da und halten Maulaffenpfeil. Nö, also Honk hat versagt. Schön. Hm. Honk, könntest du dann vielleicht auch noch... Du hast doch auch Balsam Salabunde. Stacken die eigentlich? Ach, scheiße. Ja, jetzt ist sowieso erstmal ein bisschen Randale angesagt, weil jetzt haben wir hier Duplikat... was sind das? Animatio-Klingen. Na, super. Na? Und solange können wir natürlich Vorgrim nicht heilen. Wüsste ich zumindest nicht. Was? Denn Rabenmund braucht auch noch auf die Fresse. Nicht Rabenmund. Hier, Kaltenschwein. Moment. Bei Angriff, diese Animatio-Klingen, so viel ich weiß, Angriff. Sind ziemlich schwach. Aber ich weiß nicht, ob man die umwerfen kann. Ja, du gehst mal hier rüber und nimmst dir mal Kaiser. Diese Animatio-Klinge vor. Bei meiner Treu. Für den Kaiser. Und Honk könnte eigentlich immer noch gerne den Vorgrim heilen. Ihr seid ein formidabler Gegner. Bedauerlich, dass ihr auf der falschen Seite steht. Warum heilt hier niemand? Die wedeln alle mit ihren Händen rum. Ihr braucht mir nur die Krone zu übergeben und euren Plänen abzuschwören. Balsam Salabunde. Oh, ja, das ist schön. Jetzt muss ich aufpassen. Am besten jetzt doch mal einen Zaubertrank trinken, Honky. So, und Madame könnte das auch mal machen, weil da ist auch gleich wieder die hilfreiche Katze im Arsch. eine Katze im Arsch. Entschuldigung. So, sind die Animatio-Klingen eigentlich hinüber? Nein, sind sie nicht. Wer ist denn hier am nächsten an der dran? Er hier, ne? Ja, natürlich. Warum kann er die nicht angreifen? Warum kann er die Animatio-Klinge... Ach so, die ist schon auf dem Boden. Okay, alles klar. Ich ziehe mein Argument zurück. Ja, ja. Immer drauf. Angriff! Diesen Hua. So. Der Kaltenschwein hat jetzt nämlich... Also es ist jetzt so, wenn ich das recht mich erinnere, dann ist jetzt immer der Kaltenschwein wechselt sich mit Animatio-Klingen mit dem Rabenmund ab. So. Fyrus und Honk haben getrunken. Insofern können die beiden wieder zu ihrem normalen... ich will jetzt keine Zaubertränke verschwenden, aus Gründen. Sanyasa. Weil so viel ich weiß, hat der Regismund hier so ein paar ganz fiese Zauber... Mein Gott. Ganz fiese Zauber am Start. Wir können ihn trotzdem mal anzünden. Sie hat jetzt Giftpfeile. Alles klar, das geht auch mal. Also Statuseffekte sind auf jeden Fall gut. Gut, dann machen wir jetzt trotzdem ein bisschen Zauberkraft weg. Wie viel hat denn der Regismund noch? Regelmund.
Ach so, er macht einen Full Minicto, ist gut. Solange er keine böseren Sprüche macht. Oh ja. So. Er kann nicht brennen. Er kann nicht brennen. Okay, das müssen wir uns merken. Also er ist wohl immun. Was? Gegen Brennen. Bei Angriff Spart. Ist er immun gegen Umwerfen? Bei Angriff Spart. Ja. Ja, nein. Also zaubern soll sie jetzt nicht. Ha! Sie müsste ihm doch schon längst Gift verpasst haben. Aber er ist gegen scheinbar gegen Feuer und Gift immun. Ach, guck mal, er hat unseren Ardo einschlafen lassen. Das ist der Grund, weshalb ich die Zaubertränke aufbewahre. Denn ich möchte... könntest du bitte, Madame? Wäre es möglich, dass du dem Ardo... Ardo. Wo ist Ardo? Ich kann hier gar nichts sehen. Ardo ist da. Könntest du dem Ardo vielleicht einen Reszindere geben? Das wäre lustig. Blitz dich findet. So. Reskindere. Reskindere heißt es, also nicht Reszindere. Okay, jetzt dürfte Herr Answin wieder am Start sein. Regismund von Kaltenstein stellt sich nach da hinten. Wir könnten mit ihm reden. Wollen wir das? Nein, das wollen wir nicht. Unsere hilfreiche Katze ist noch gut am Start. Wohin macht sich der Vogel da auf den Weg? Der wird gleich hier wieder rumstampfen. Habe ich das Gefühl. Was passiert hier? Wir können niemanden angreifen. Okay. Es soll wohl so eine Art Kampfpause sein, dass wir uns sammeln können. Okay, wenn sie schnell sind, können sie ihm schnell noch ein paar Schläge verpassen, aber er wird gleich wieder stampfen, glaube ich. Vergiftet ist er noch, das ist cool. Hua! Zusammenhalten! Bei meiner Treu! Wir zusammenhalten! Sollten, unsere Magier möglichst weit zurückziehen. Wenn die dann endlich mal machen, was sie sollen. Ja, aber sie sind schon ein Stück weggekommen und deswegen, der Skorpion ist noch da, der wird gleich allerdings, ich glaube, mit dem wird es recht bald vorbei sein. Moinsen, Freunde, ich bin ein bisschen angespannt. Kann man das sehen? Ist das gut? Habt ihr Spaß? Guck mal, der kleine Skorpion. Beiß ihn, mein Skorpion, beiß ihn. Oh, scheiße, der Skorpion wird gleich... Der macht gleich den Abflug. Und unsere Leute wachen viel zu langsam auf. Er macht sich auf den Weg zu unseren Magiern. Ist ja klar, ne? Können wir die beiden vielleicht... Nein, noch nicht. Jetzt aber. Ei? Er macht sich immer auf den Weg zu den Magiern. Ist klar, ne? Ist schon klar. So. Unsere beiden Tanker. Hau ihn auf die Fresse, dem Huaren Bruder. dem Huaren Bruder. Ja. Geil. So, dann. Attacke! Hua! Er ist schon. Attacke! Ein Viertel runter. Zusammenhalten! Ne? Das ist ja großartig. Er ist schon wieder hinter unseren Magiern her. ja, aber jetzt. Haha. also, meine liebe Fyris. Ich würde es wirklich feiern, wenn du das machen würdest. Und dann der Honky Ponky. Der könnte mal... Ich weiß nicht, ob es ein Frigo was gibt, aber wir machen ruhig mal. Ich wollte jetzt eigentlich die Mana-Punkte aufsparen, aber... wo wäre der Spaß an der ganzen Sache? Ja? Nicht schon wieder. Vögelchen. Warum geht es jetzt nicht mehr? Honk, willst du gerade wieder zum Feind überlaufen? Was ist denn los? Warum will die Olle nicht? Na, endlich. Na? Kannst dir nicht ausdenken, Schoss. Okay, dann kann sie auch noch mal einen von denen draufballern und dann...
Weiche! Dürfte auch ihre Zauberkraft im Eimer sein. Okay. Haut rein, Freunde. Warum ist Honk so nah dran an dem? Warum ist sie so nah dran an dem? Ardo hat schon ordentlich Schaden gesehen. Sag mal, Fyris. Was? Folgt mir. Könntest du bitte ein bisschen weiter weg? Ja, Honk, wenn du schon mal da bist, dann könntest du. Warte mal. Geht das noch? Ja, tatsächlich. Ich hoffe, du musst dafür nicht ihm auf dem Schoß sitzen. ich bin ein bisschen seltsam, ja. Ich weiß. Oh, fast halb runter. Angriff! Der Vogel. Okay. Mhm. Ardo. Ardo, du absolut unnützes Stück Fleisch. Warum hast du dich schon wieder zur Hälfte killen lassen? Naja, gut, Vorgrim auch. Für den Kaiser! Attacke! Für Roland. Für den Kaiser! Musik. So. Zusammenhalten! Wenn man das Musik nennen will. Ei? So, Fyris, ich hatte da eigentlich was mit dir vor, guck mal. Sanyasa! Denn, Va'ia! Sanyasa! Ja, ich weiß nicht, wie lange das jetzt währen wird. Und Honk, Honky Ponky. Ja, gut, dann. Kann natürlich wieder nicht. Bis auf das ich einmal loslasse. Hat er jetzt. Nein, er hat Vorgrim natürlich nicht geheilt. Ist klar. Digi. Alles nochmal von vorne. Ja, jetzt aber. Der brüllt wie ein Löwe. Die Statue brüllt wie ein Löwe. Ja, Honk, mach. Ah, super. Ja, Ardo liegt schon wieder. Irgendwie hat das mit dem. Habe ich ihm den Trank trinken lassen? Oder ihm den Trank trinken lassen? Oder. Ach so, der liegt ja jetzt. Jetzt kann ich ihn gar nichts machen lassen, alles klar. Honk, wenn du das noch kannst. Nein, kann er natürlich nicht. Ei. Aber weißt du, die gute Fyris, die liebe Fyris, die kann doch auch mal. Hier, Ardo. Solange er in seiner Rekonvaleszenz ist. Ja, was? Hat wahrscheinlich so mancher jetzt auch gedacht gerade. Sag mal, musst du so nah ran, Mädchen? Balsam Salabunde fehlgeschlagen, was ist hier los? Wessen Balsam Salabunde ist fehlgeschlagen? Von Fyris? Ja, komm. Ja, das wird. Ja. Gut. Ja! Den kriegen wir schon. Angriff! Keine Angst. Ardo ist wieder am Start. Aber wird gleich zerlegt, wenn das so weitergeht. Komm schon, Fyris. Gib dem Was? Ardo seinen Zauberspruch. Attacke! Sonst fällt er um, bevor wir ihn geheilt haben. Bei meiner Treu! Für den Kaiser! Oh, also der Anzwind, der hat noch lange Gift. Na? So. Aber Fyris, tust du auch noch mal irgendwas? Das wäre wirklich gut. Ich würde das begrüßen. Weiche! Va'ia! Ja. Balsam Salabunde! Ja, jetzt aber. Ah. Guck mal, und Ardo sieht immer noch scheuse aus, obwohl er gerade einen Balsam Salabunde bekommen hat. Wir können ihm allerdings noch eingeben. Schad ja nicht, ne? Ja. Vorgrim kann wieder Wuchtschläge. Zumindest ein. Hau rein, Digga. Hui. Honk. Honk, hör auf zu wedeln. Ardo verreckt. Kann Ardo nicht geheilt werden, solange er auf dem Boden liegt? Oder was ist hier los? Angriff! Okay. Ja. Entschuldigung, wenn ich momentan ein bisschen overcautious bin. Sag mal. Ei? Fyris. Fyris, ich hatte dir doch eigentlich eine Anweisung gegeben. Eine ziemlich klare Anweisung. Ardo liegt immer nur. Ja, deswegen hat er auch die ganze Zeit volle Bewegungspunkte. Für den Kaiser! Ja. Attacke!
Roland wäre entsetzt von dir. Na? So, ja, Honk, ja, kann eigentlich nur diese komischen Daos werfen. Ja, jetzt dürfte aber eigentlich langsam schon wieder sich verziehen, der Vogel. So, Ardo ist wieder voll am Start. Was? Alle sind voll am Start, das ist cool. Oh, wir können nicht angreifen. Alles klar. Es geht wieder los. Ich brauche einen Tee, einen Kaffee. Schluck, bla. Wenn der Kaffee alle ist, habe ich heute auch Schwarztee am Start. Also, heute volle Power. Ja. So, wo, wer ist denn wo? Da ist Vorgrim. Vorgrim, hier, diese Animatio-Klinge. Bitte. Mach die mal zu einer Ratio-Farm-Klinge, was? Was? Totaler. Was? Ja. Ich weiß nicht, ob gegen eine Animatio-Klinge. Kann ich die denn irgendwie hier zu fassen kriegen, die Olle? Da. Zusammenhalten! Sind ein bisschen schwer zu sehen, ne? Für den Kaiser! Zusammenhalten, nicht auseinanderfallen! Attacke! So. Ei? Sie. Kann dem Herrn Regismund. Ich will mal versuchen. Ist der eigentlich schon wieder. Nee, der ist nicht angreifbar. Ich habe mich auf einen langen Kampf vorbereitet. Okay. Ihr scheint dies versäumt zu haben. Wir sind hier voll am Start, Digga. So. Kannst du dem mal. Ja, ich möchte nicht die Zauberpunkte verschwenden. Also, Kalti ist noch nicht am Start, Kalti. So, jetzt können wir ihn aber. Weiche! Ja, gib mal dem Rigi. Rigi Kalti. Er kann auch ein paar Daos vertragen. Ja, unsere Tanks kümmern sich um die Animatios. Ja. So, diese Animatio ist klein. Vorgrim, kümmere dich um diese Animatio. Also brennen kann er wohl nicht. Okay. Also ist es egal, ob an dem sie jetzt nah dran sind oder nicht. Wie sieht es mit der Animatio hier hinten aus? Ja. Vögelchen, du solltest die schon längst gekillt haben. Hua! Was ist hier los, du Hurensohn? Attacke! Ja. Kann man ja mal sagen, wenn es denn so ist,